Hallo, moin moin, hier ist der MKN Küchenschnack, hier ist der Tom und hier ist der Olli. Herzlich willkommen zur Folge 17, heute mit einem Hamburger Original, einem Gastronomen und einem Fernsehkoch. Tarik ist heute bei uns. Ja, so nennst du ihn bitte gleich, also er heißt natürlich Tarik Rose und da freue ich mich sehr. Tom, schöne Einladung, aber wir müssen vorweg was bringen. Eigentlich haben wir mal beschlossen, gemeinsam als wir das Projekt gestartet haben, dass wir Persönliches, Privates, Emotionales, soweit es geht, raushalten. Aber wir nehmen ja heute am 25.10. auf und vor zwei Wochen stand die Welt für uns als MKNler und weitere Leute still, weil unser Freund und Kollege, Wegbegleiter über viele, viele Jahre, Berater, Motivator und interner Mobbingbeauftragter, kleiner Insider, plötzlich und ganz unerwartet von uns gegangen ist. Ja, er war 20 Jahre bei MKN, er war zuständig für Nordrhein-Westfalen. Er ist in der großkönigischen Branche seit über 28 Jahren einer der, wenn nicht der Charakterkopf oder der Charakterköpfe. Folger, wir wollen auch dieses Medium nutzen, dir Danke zu sagen. Es ist total traurig, es ist nicht zu begreifen und du bist in keinster Weise zu ersetzen. Aber wir sind dankbar für die vielen Stunden, die wir mit dir hatten, die vielen Stunden, den vielen Spaß, die viel Freude, die du uns gebracht hast. Wie gesagt, du bist nicht zu ersetzen, aber du wirst in unserem Herzen bleiben und wir drücken unser Mitgefühl an deine Frau, deine Kinder und alle, die dir nahestanden, ganz doll aus. Ja, Ruhe in Frieden, lieber Volker. Und ja, er hätte aber, was hätte er gesagt, Tom? Papalatabab, ihr Pfefferköpfe. Was hätte er gesagt? Babalatabab? Babalabab, hätte er gesagt. Babalabab. Macht weiter, ihr Eierköppe. Und so machen wir das auch. Und auch für dich, lieber Volker. Wir werden dich eh niemals vergessen und wirst immer dabei sein. Ja, deshalb starten wir heute mal mit so ein paar wichtigen Hinweisen für unsere Mediathek. Ganz, ganz wichtige Geschichte, dass sowas auch mal breit getreten wird, weil da haben wir richtig, richtig tolle, tolle Filme dabei mittlerweile. Tom, wie sieht das aus? Genau, also wenn ihr euch informiert über die täglichen Fragen, die in einer Küche im Umgang mit Multifunktionsgeräten oder Kombidämpfern aufkommen, dann geht einfach mal auf mkn.com/mediathek. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ihr MKN Mediathek bei Google eingebt, findet ihr das sofort. Und da findet ihr ganz, ganz viele Inhalte. Zum Beispiel, Olli, was haben wir alles drin? Wir haben Filme übers Einkochen und Hyper machen im Kombidämpfer. Backen von Süßspeisen, Patisserie im Flexi-Kombi, Asia-Kochen, High-Speed-Cooking im Flexi-Chef 2.0, im neuen Flexi-Chef, One-Pot-Gerichte im Flexi-Chef. Also das heißt, alles rein, Deckel zu und fertig nach 2-3 Minuten. Und das Highlight der letzten Wochen mit über 2000 Klicks in ganz wenigen Tagen für dieses Video, muss man sagen, das Tellerbankett im Flexi-Kombi mit unserem unfassbar guten Winnie Vogt. Da ist auch keine Sekunde Langeweile dabei, würde ich sagen, wenn man sich das anschaut. Nein, die Videos sind ja über Instagram. Wenn man auf Chef's Choice, MKN Chef's Choice geht, sieht man die über Instagram, man sieht sie über Facebook. Ihr könnt sie bei YouTube angucken. Aber es ist natürlich immer schwierig. Wir haben auch noch nicht so richtig den Mittelweg gefunden. Lassen wir es mittags laufen, lassen wir es nachmittags laufen. Aber das Schöne ist, wir bauen eine Mediathek auf und wann immer ihr euch mit dem Thema regenerieren, Perfection oder haltbar machen, wie koche ich richtig ein, was nutze ich da einsetzen kann. Oder vielleicht nochmal ein schönes Beispiel, Braten und Grillen. Ja, der Winnie hat mit dem Fleischbotschafter ein geiles Video gemacht. Da möchten wir heute einfach mal ein bisschen drauf hinweisen, weil die Nachfrage danach einfach groß ist. So ist es. Und jetzt verlieren wir keine Zeit mehr und sagen herzlich willkommen, Tarik. Hallo Tom, hallo Olli. Hallo Tarik. Ja. Weißt du was? Seit Wochen und Monaten backe ich an dir rum und ich freue mich so, dass es endlich mal geklappt hat, denn wir haben uns ja vor ein paar Jahren mal kennenlernen dürfen und seitdem besuchst du uns auch immer schön auf unserem Messestand. Wenn dann die Internorge wieder stattfindet, sehen wir uns da auch mal wieder persönlich. Aber super klasse, dass es geklappt hat.
herzlich willkommen beim MKN Küchenschnack. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin mal gespannt, was dann danach das nächste Mal, wenn der Internorga stattfindet, wie ihr mich dann am Stand begrüßt. Wir rollen hier einen roten Teppich aus. Okay, also Tarek, wie wir das eigentlich immer machen, und bei dir wäre es halt super interessant, wenn du uns mal einen kurzen Überblick gibst, weil irgendwann war der Tarek mal irgendwo geboren und hat dann die Schule durchlebt und dann eine Ausbildung und dann seinen Weg bis zum heutigen Standort, wo du beruflich tätig bist. Fang doch mal an. Ja gut, so sonst, ich meine, wenn wir das jetzt in Realtime machen würden, so, dann wäre es der längste Podcast aller Zeiten. Ja, also ich bin irgendwann mal tatsächlich so in Kiel geschlüpft und habe dann auch meine ersten Erfahrungen gemacht, habe da so viele Sachen gemacht so und viel Quatsch, American Football gespielt und Co. und habe dann gedacht, so naja, damit kann ich kein Geld verdienen so, und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, so ja, wenn du Koch lernst, hast du immer warm, hast du immer eine schöne Mahlzeit. Ich wollte eigentlich was Kaufmännisches lernen, aber habe dann irgendwann gedacht, so ach scheiße, immer im Büro sitzen ist natürlich auch nicht. Hat dann tatsächlich irgendwie so mal, das ist auch ganz lustig, ich glaube 2 Wochen vor Beginn der Ausbildung habe ich dann gedacht so, ach, warum nicht Koch, ne? Eigentlich ganz cool, du kochst ganz gern, du futterst ganz gern, und bin dann so mal so ein bisschen mit Zeugnis und Co. einfach mal in so einen Laden reinmarschiert und habe mich beworben. So, und dann meinte der Küchenchef, der dann mit mir da gesabbelt hat, das Gespräch geführt hat, so relativ kurzfristig, ne? Kleines Interview hat mich so Ja, du lachst, aber war so. Und alle anderen draußen vor dem Küchenbüro haben schon gelacht und fanden das relativ lustig. Aber als ich rauskam, hatte ich auf jeden Fall einen Ausbildungsvertrag in der Hand und habe dann tatsächlich Koch gelernt und vorher schon familiär gekocht, so ein bisschen Pizzabäcker und all solche Sachen gemacht. Und bin dann so Norddeutschland und Co. so ein bisschen durch die Gegend und also Kochen ist ja, alle, die irgendwie so was mit der Gastro zu tun haben, wissen ja, dass es nicht unbedingt der easyste Job ist und dass man irgendwann auch relativ schnell die Schnauze voll hat davon. Also als junger Kerl, ich konnte nicht mehr zum Football spielen, konnte dies nicht, das nicht. Die Mädels und so fanden das auch relativ scheiße, dass man immer irgendwie erst bei den Partys dazukommt, wenn alle schon 2 Jahre Tür auf dem Kessel haben. Ich dachte so, jetzt verlassen wir mal Kiel, verbrannte Erde, lassen wir hinter uns und starten mal neu in Hamburg. Ich wollte eigentlich was anderes machen als kochen. Raus aus der Gastro, hab gedacht, oh, vielleicht irgendwie Studium oder irgendwas anderes. Und bin dann leider irgendwie auf Christian Rach gestoßen, der mich dann damals in seinem Laden eingestellt hat, wo ich eigentlich gedacht habe, so, da arbeite ich 3 Monate und danach werde ich irgendwie, mache ich als Aushilfe weiter und finanziere mir mit dem Nebenjob das Ganze. Und dann hat er mich irgendwann angerufen. Das muss aber schon, Tarek, sorry, das muss ja dann schon der Engel gewesen sein, das oder? Das ist tatsächlich schon der Engel gewesen. Und ja, da bin ich dann, ja, da hänge ich jetzt so. Da hänge ich die ganze Zeit jetzt schon rum so, ne? Also ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren sozusagen hier. Und das ging dann irgendwie los so mit dem, naja, ich ein bisschen Gastro und raus aus diesem ganzen Stress, weil das sind ja so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber irgendwann hast du das Gefühl, wenn du in der Küche arbeitest, werden das nie Herrenjahre. Es ist immer irgendwie so, immer einer, der irgendwie sagt, wobei ich immer schon schnell überall Verantwortung übernehmen musste, was mich schon so ab und zu auch mal genervt hat. Nee, und dann rief der mich an, der Krischi, und hat gesagt, komm mal ins Tafelhaus. Und dann bin ich ins Tafelhaus gefahren und dann hat er mir tatsächlich die Position des Küchenchefs angeboten. Und dann habe ich dann gesagt, so, da habe ich Bedenkzeit, habe dann gesagt, ja, 5 Minuten. Dann habe ich ein Telefonat geführt und dann war ich auf einmal tatsächlich, anstatt aus der Gastro rauszukommen, war ich dann Küchenchef im Engel. Ja, aber richtig voll drin, ne? Richtig voll drin. Ja. Mhm. Als ich den Kahn damals das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so, was ist das denn für ein Seelenfänger? Und Seelenfänger. Ja, das ist schon ganz lustig. Man muss mal kurz das Roller spielen, ja? Hau mal eine Jahreszeit um die Ohren. Eine Jahreszahl, wann war das? Ungefähr. Ungefähr. Ja, umreißen wir das mal so ungefähr. Ich habe am 4.1.2004 hier angefangen zu arbeiten. Und 16 Jahre. Ja, fast 17. Fast 17 Jahre. Mhm. Super, hast du selber gerechnet. Ja, nicht schlecht. Das erste, ne? Lehrjahr. Du, das ist schon ganz gut. So. Darauf können wir noch ein bisschen aufbauen. Ich stelle dir so im Verlauf des Gesprächs noch ein paar Aufgaben und dann kannst du mal sehen, ob die Geschwindigkeit so ein bisschen zunimmt. Darf ich mal fragen? Also das gehörte Christian Rach, ja. oder er war da drin und er war dort verantwortlich. War Christian Rach zu der Zeit schon aus dem TV bekannt? Nee, aber er war damals
er war damals ja so ein bisschen bekannt, so, also es war ja so das Ding, so jetzt als Kieler Jung, so fährt man mal nach Hamburg zu Christian Rach, der Typ, der nicht Koch gelernt hat und irgendwie alles ein bisschen anders macht als die anderen. Ich durfte sozusagen es live miterleben, wie es dann hier mit RTL und dem Ganzen losging, so, dass das also gemacht hat. Und da hast du für die Top-Qualität da im Engel gesorgt während der Zeit. Ja, da kann man drüber streiten, ob das am Anfang schon die Top-Qualität war. Ich hatte ganz große Ambitionen und mit 15 Quadratmeter Küche waren meine Ambitionen wahrscheinlich ein bisschen zu groß für die Küche. Ja, also wir haben am Anfang wirklich echt Gas gegeben, viele Sachen versucht zu machen und so. Und die ersten Jahre waren für mich hier wirklich tatsächlich Lernen, überhaupt mich neu aufzustellen. Und das Thema Kochen, für mich auch neu zu lernen, also meinen eigenen Stil zu finden. So, ne? Ich habe zwar schon immer irgendwie so auch Küchen mitgeleitet und Dinge gemacht und so und Verantwortung übernommen, aber letztendlich ist es dann das Ding, wo dein Stil dann irgendwie das Ganze prägen soll. Ich weiß nicht, ich habe dann damals versucht, hier so Variation vom Zicklein zu machen. Das war so damals so mein Ding, fand ich richtig geil. Ich habe in der Küche gerödelt wie so ein Ochse und irgendwie war das tierisch viel Scheiß und die Jungs haben alle gesagt, so, der Typ ist komplett bekloppt. Am Anfang noch nicht so ganz kapiert, was hier so stattfinden muss und auch über die Jahre jetzt erst wirklich rausgefunden. Tarik, wir kommen gleich auf den Engel nochmal zurück. Jetzt machen wir aber mal den Sprung zum TV. Ne? Also du bist ja aus diversen TV-Produktionen bekannt. Aber wie war denn der erste Schritt dahin? Wie ging das los? Hat dich jemand entdeckt oder bist du durch Zufall da reingerutscht? Oder wie war der erste Schritt ins Fernsehen? Ja, ich stand jahrelang davor und habe mit dem Gerät gesprochen und ich bin nie reingekommen. Das geht uns heute noch so. Nee, also ich habe in meinem vorigen Laden, ich war irgendwie schon so eine Kamerageilheit, keine Ahnung wieso. Ich habe mal, mein früherer Chef da in einem früheren Laden sollte mal für den NDR was machen und ich habe den ganzen Kram vorgekocht und habe dann gesehen, so wie die dann das aufgezeichnet haben und habe dann gesagt so, naja, das wirkt ja alles so ein bisschen verkrampft und so und gedacht, so schwer kann das ja nicht sein. Und eigentlich war das irgendwie so, ja, eher so ein Zufall. Ich bin irgendwann mal aus der Küche rausmarschiert und saß am Tisch mit zwei Mädels, irgendwie so, ja, die auch, ja, vielleicht so mein Alter, vielleicht einen Tacken älter, irgendwie so waren. Und die haben mich dann gefragt, ich stand da so in Kochjacke und die fragen mich, ob ich der Koch bin. Dann habe ich die angeguckt und guck so an die runter und sag, nee, ich bin der Hausmeister. Das weiß ich nicht, fanden die sehr amüsant. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann habe ich gesagt, ach komm, wenn wir schon so lustig sabbeln, dann setze ich mich ein bisschen zu euch. Haben ein, zwei Drinks genommen, ein bisschen gesabbelt. Und dann haben die mir so erzählt, die wären vor dem Fernsehen. Sind so im Auftrag des Herrn unterwegs und hatten gerade so die Aufgabe, ein neues Format zu entwickeln und so und hin und her. Und haben dann gesagt, ja, Formatidee steht noch nicht ganz, aber die finden mich ganz cool. Und haben dann so ein kleines Probevideo gemacht und mit diesem Format, was sie so gedacht haben, haben das im NDR vorgestellt und die Nachricht, die Antwort darauf war, ja, das Format finden wir richtig scheiße, aber die Typen finden wir ganz, cool. Das war so das Letzte, was ich gehört habe. Super. Aber das dauerte dann noch ein Jahr, bis dann irgendwann mal so ein kleines geheimes Casting, so, wo ich dann das erste Mal für NDR Visite sozusagen gekocht habe und ja, da wurde mir so ein bisschen durch die Blume gesteckt, dass das so ein kleines... Visite, ist das nicht eine Arztsendung irgendwie? Ja, oder das ist eine Medizinsendung. Da ging es ums Thema gesundes Grillen. Und ich weiß noch ganz genau, wann das war. Das war zu dieser Zeit, als EHEC damals hot war. Und soll das Ding aufgestrahlt werden und kein Mensch wusste, wie sich Gemüse und was jetzt irgendwie so gefährlich ist und was nicht gefährlich ist. Und dann wurde der Titel irgendwie umformiert und nicht mehr gesundes Grillen, sondern das war auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen skurril. Aber dann... Was hast du da gemacht? Einen schönen Sprossensalat oder was? Wenn ich, ja. Das war noch, das ging noch von den Sprossen aus, das, oder nicht? Das ging tatsächlich von den Sprossen aus, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich keine Sprossen gemacht. Ich glaube, ich habe Gemüse gegrillt. Irgendwas, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja, das ist, da übernicht mal, du hast einige TV-Produktionen und ich habe jede Folge zum Beispiel der Beef Buddies gesehen. Das muss ich sagen. Und das kann ich auch allen Zuhörern nur empfehlen. Das könnt ihr auch alles noch nachschauen. Wo wurde das noch ausgestrahlt? Das war bei ZDF Neo oder wo war das? ZDF Neo. Das war also. Genau, bei ZDF Neo. Und da war zum Beispiel auch der Franzose dabei. Ein total positiv durchgeknallt, verrückter Typ. Aber mit euch als Team, das war ja nicht nur eine Kochsendung, das war ja auch ein bisschen Comedy dabei. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel lachen müssen und es ging natürlich um sehr viel Fleisch. Ja, genau.
Und weil es um Fleisch ging, war der Franzose nämlich in Argentinien. Das ist wie Olli, ne? Das ist typisch Olli. Ja. Barcelona, Madrid, Hauptsache Italien. Also er hat aber so einen französischen Akzent gehabt, nur deshalb meine ich. Ja, logisch. Genau. Also ich habe das noch nicht so gehört mit Französisch bei ihm, aber er spricht auch ganz gut Französisch. Also so ein Weltenbummler, der alle Sprachen spricht. Insofern kannst du ihn sicherlich auch, wenn du des Französischen mächtig bist, auch mal auf Französisch ansprechen. Du wirst dich zwar wundern, warum nicht Spanisch so oder Portugiesisch, aber läuft. Es tut mir leid, Tarik, es tut mir leid. Ja, aber was auch. Jedenfalls trotzdem war ich ein Fan von euch. Dann bist du bei der Küchenschlacht, dann bist du bei Mein Nachmittag, ARD Buffet. Und wo warst du noch am Freitag, wo du nicht konntest? Das war. Jetzt am Freitag war ARD Buffet live, genau. Da bin ich dann, muss ich immer live nach Baden runtereiern, irgendwie so. Dann bin ich da in meinem Studio und mache da ein bisschen was. Aber was ist deine Lieblingsshow? Hast, oder kann man das sagen? Gibt es da was du auch aus der Vergangenheit her, was du am liebsten magst? Also, klar, Prio ist natürlich immer die eigene Sendung. Ich habe beim NDR irgendwie seit 2016 immer eine eigene Sendung, die irgendwie unter dem Obertitel Ist besser firmiert und unter verschiedenen Formaten. Einmal jetzt die wilde Küche, wo wir in ganz Norddeutschland unterwegs sind, viele Erzeuger besuchen, und so ein bisschen Quatsch machen da irgendwie. Das ist super. Die Beef Buddies sind natürlich irgendwie so mit eins meiner prägendsten Formate tatsächlich, wo ich auch ganz viele tolle Menschen in ganz Deutschland kennengelernt habe und wo ich tatsächlich auch mal die Grenzen meiner Leber sozusagen erforscht habe, so in der gesamten Zeit, weil das glaube ich gerne. Also wir haben nicht nur hinter der Kamera. Ihr habt nicht nur gearbeitet. Nee, also wir haben also gearbeitet. Ich meine, wenn ich so arbeiten könnte, wie das da, dann würde ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Also das war wirklich sehr viel Spaß und du machst das Ganze auch echt viel Freude und vor allem lernst du auch ständig was dazu. Aber ich glaube, eine Zwangspause aufgrund des Alkoholkonsums wäre schon nicht schlecht, so zwischendurch immer mal. Weil es ist schon so, dass du vor der Kamera getrunken hast, hinter der Kamera getrunken hast. Und das ist natürlich so, ja, da gehörst du vorstellen, hier kommen die beiden schlimmsten Branchen der Welt zusammen, ne? Gastronomie und Medien. So, ne? Das sind alles irgendwie keine, die irgendwie keine Kostverächter. Und es wurde natürlich schon viel gefeiert und man hat sich auch irgendwie so in Stimmung gebracht und so. Und es war aber eine wirklich geile Zeit. Und auch so die Kumpels, also Frank Buchholz und Chakai. Also wir haben da wirklich eine tolle Zeit gehabt und wir haben eine irre geile Fanbase gehabt, die tierisch viel Laune gemacht hat. Total. Und das kam aber auch so rüber, das kann ich sagen, als Zuschauer, wenn man das so war. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, anschauen. Jetzt haben wir dir ja im Vorfeld gesagt, 100.000 Leute hören diesen Podcast, ne? Was wäre denn, vielleicht können wir dich ja hier sogar noch ein bisschen vermitteln. Ja, du hast doch gesagt, 5 hören nur zu oder so. Leise. Gibt's denn eine TV-Produktion, die dich noch reizen würde? Oder gibt's irgendwas, wo du so ein bisschen hinschießt, wo du sagst, oh, das Ding finde ich cool oder mega? Also bei mir ist ja so, dass ich ja nicht irgendwie auf Zwang irgendwo rein muss. Es gibt natürlich sicherlich coole Formate und coole Dinge. Ja. Ich sag mal so, wenn du bei mir an der Tür klopfen würdest und sagen würdest, wir machen jetzt so ein Weltreiseformat mit irgendwie ein bisschen was, so, dann wäre ich sofort dabei. Also irgendwie so, wo ich ein bisschen den Horizont erweitern kann. So à la Jamie Oliver, so nach dem Motto, oder? Ja, das finde ich schon ziemlich cool. Also dann würde ich auch immer so, dann würde ich auch immer nutzen und würde dann meine eigene kleine Kamera mitnehmen und würde dann durch die Gegend eiern und dann auch immer die schönen Set-Fotos machen, so, ne? Weil ich hab so, manche Leute fragen, ist das ein Geschwür? Ich sage, nee, das ist meine Kamera, die hängt immer so an der Plauze. Tarik, was ich richtig geil finde, ist dein Projekt mit der Straßensuppe. Erklär bitte mal, was versteckt sich dahinter? Was verbirgt da? Ja, Straßensuppe, das ist so eine kleine Geschichte, die wir irgendwie gegründet haben. Das ging los irgendwie, dann war das, ich glaube, Lockdown ging 22.03. los. Ne? Ich glaube, das war der Tag und dann stand ich irgendwann hier in meinem Laden und hab gedacht so, what the fuck, ey, das ist ja, du stehst da und denkst so, da wird dein Baby dicht gemacht irgendwie so und dann, was machst du da? Und dann habe ich an dem Tag, wo ich wusste, dass wir den nächsten Tag dicht machen müssen, habe ich noch irgendwie einen Kuchen gebacken und ich dachte, oh, liegen noch Apple unten und so und mach noch ein bisschen was und dann haben wir das Zeug damals zur Bahnhofsstation gebracht und dann kam eine Freundin mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht Bock hätte,
mehr zu machen. Und sie kennt ja einen und der hätte vielleicht Lust. Und dann habe ich zu Straßenblues Kontakt aufgenommen und haben wir ein bisschen geplaudert und haben dann irgendwie ab dem 26. März angefangen, Suppen an Obdachlose auszuliefern. Haben hier im Laden so ein bisschen gekocht und hab immer alles zusammengekratzt, bin dann irgendwie einkaufen gefahren und den ganzen Kram immer irgendwie organisiert. Musste bei all meinen Lieferanten feststellen, dass die anderen Organisationen alle schon schneller waren. Ich musste dann über den reellen Preis bezahlen. War auch mal ganz gut, war ein guter Kunde. Hab täglich eingekauft für die Obdachlosen. So, und hab das irgendwie am Anfang finanziell allein gestemmt. Und dann hat sich das, ist das so groß geworden, weil wir wirklich 7 Tage die Woche gekocht haben. Und es war schwierig, auch das Geschirr und alles zu kriegen. Haben dann ein paar Sponsoren mit reinbekommen, die uns dann irgendwie geholfen haben. Und ja, es wurde dann immer irgendwie größer und haben dann jetzt mittlerweile, war das jetzt 7 Monate, irgendwie bummelig sind wir jetzt dabei und machen das. Wir sind jetzt nicht mehr in derselben Taktung da, sondern machen es ein Ticken weniger so, weil jetzt der Bedarf nicht mehr ganz so groß war. Haben aber gesagt, wir halten die Präsenz so ein bisschen. Und ja, da auch für die Gastronomie das jetzt gerade nicht so leicht ist, ich natürlich momentan das alles irgendwie selbst mache, sind wir jetzt am Überlegen, wie wir ein Konzept starten, dass wir das so ein bisschen finanzieren und so ein bisschen langfristig planen können, weil momentan so hatte zwar zwischenzeitlich so ein bisschen Unterstützer, aber jetzt mache ich es tatsächlich auf meine eigene Kante und da weiß man ja in der aktuellen Zeit nicht, wie lange man das noch durchhalten kann. Aber klasse, klasse Gedanke, tolles Projekt. Absolut. Und das will ich jetzt nur sagen, dass das, was dir auf der Straße entgegenkommt, so, ne? Ich kann nur sagen, einfach mal so ein bisschen Zeit nehmen, ne? Also den Euro hinschmeißen ist das eine, aber wenn du dann Obdachlosen hast, so dann vielleicht auch mal 5 Minuten deiner Zeit opfern und mal zuhören oder vielleicht mal was sagen. So, man hat da vielleicht Berührungsängste erstmal, aber das ist schon ganz cool. Also ich weiß nicht, dass so, ne? Nadine von Recycle Heroes, die Suppen in so Fahrrädern ausgeliefert hat, die sagte irgendwann, als ich die Ware, die heiße Ware übergeben habe, dachte sie, warte, jetzt kommt einer von den Jungs noch, der will dir unbedingt noch was sagen und so. Und dann kam er um die Ecke und sagt, bist du der Koch? Und ich so, ja. Sag mal, das erste Mal, als ich deine Suppe gegessen hatte, da hatte ich Tränen in den Augen vor Freude. Und dann hatte ich auch wirklich original direkt Pipi im Auge vor Freude, wo ich gesagt habe, so, er sagte so, das war die geilste, das leckerste Essen, was er je hatte. Und dann habe ich gedacht, so, oh Mann, das kann ja nicht sein, ey. Krass. Heftig, ey. Ja. Bist du der Koch? Ja. Ja, ist cool. Ah, ist echt. Also, ja, da weiß man dann auch, für was man es macht, ne? Also das ist und wo es ankommt. Ja. Du, da kommt dir auf jeden Fall eine Dankbarkeit entgegen und das ist schon super so, ne? Ich finde, da könnten noch ein paar Menschen sich in der aktuellen Lage sozusagen noch ein Scheibchen abschneiden. So. Ja, ja, ja. Jetzt springen wir mal wieder zurück zum Restaurant Engel in Hamburg. Gib mal kurz einen Überblick, wo ist das Restaurant? Und wo legst du besonderen Wert drauf für dein Restaurant? Ja, mein Restaurant ist nicht an der Elbe, sondern auf der Elbe erstmal. Also wir sind so Stadtteil verordnet, sind wir gerade am Anfang in Städten, das heißt Elbchaussee, Richtung Blankenese rausfahren und irgendwann fährst du da und siehst da so eine Bretterbude auf dem Wasser irgendwie schwimmen und dann weißt du, bist bei mir angekommen. Bei uns ist es so, also wenn wir über die Jahre hinweg so ein bisschen unseren eigenen, oder ich irgendwie meinen Stil dann irgendwie auch gefunden habe und das so, wir haben es immer manchmal auch so in Schönheit verloren und so ein paar Sachen gemacht, so die dann irgendwie nicht so waren, war immer gut und war immer toll, aber irgendwo musst du dann irgendwie auch deine Linie finden. Insofern ist bei uns schon thematisch Regionalität einfach, keep small and simple, also so die Basics, also Ich hasse das, wenn die Leute am Tisch sitzen und das Essen sezieren und sagen so, ach guck mal hier, da ist noch ein Schäumchen und da ist noch ein kleines Gelchen und da ist noch dies und das. Hat alles seine Berechtigung, ist alles auch cool, so die Formel 1 der Küche sozusagen, das kann man machen, aber dafür ist meine Küche erstmal nicht groß genug und wir versuchen hochwertige, coole Küche mit tollen Produkten zu zeigen, sie ein bisschen anders zu machen, immer mit mit ordentlich Dampf, also ist immer irgendwie ein bisschen Feuer dran, so wir haben genauso eine Fischsuppe irgendwie am Start, die aber dann richtig derbe ist. Wir haben viel mit so ein bisschen mit Curry, viel Aromen. Wir kochen kein Gemüse, wir schieben meistens das ganze Gemüse einfach nur im Ofen und machen, also so das Gemüse sieht bei uns kein Wasser, gut zum größten Teil.
und naja, machen eine sehr reduzierte, klare Küche. Also das sieht man auch auf eurer Karte, restaurant-engel.de, keep it simple, ne? Da sieht man das, das fängt an mit Engelsalat als Vorspeise und dann nachher Hauptgericht wie Kabeljau, Kürbis und Kräuter, bums, aus, fertig. Und los geht's. Ne? Also da kommt das schon rüber, was du gerade gesagt hast. Du schreibst auf deiner Speisekarte auch, mehr Hamburg geht nicht. Ja. Was macht für dich das typische Hamburger Gericht aus? Jetzt mal für den Rest Deutschland, der hier zuhört. Und was soll man bestellen, wenn man nach Hamburg essen geht? Und besonders, wenn man ins Engel geht. Fangen wir erstmal, wenn du nach Hamburg kommst. Also die meisten Leute verbinden ja mit Hamburg irgendwie Lapskaus und so. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, so norddeutsche, norddeutsche Dinger so. Kann man machen, gibt sicherlich auch ein paar Restaurants, die das irgendwie ganz cool machen. Die gibt es bei uns nur in den seltensten Fällen. In Hamburg, klar. Also so, wenn ich in Süddeutschland manchmal zum Kochen bin, dann kann ich nur eine Empfehlung für Hamburg geben. Esst mal Fisch, dann wisst ihr, was Fisch ist. Irgendwie so, ne? Da geht natürlich was. Ja. Dann bei uns auf der Karte auf jeden Fall, wenn du unsere Fischsuppe isst, die ist natürlich schon sensationell. Das ist ein Kracher, die ist sehr intensiv und sehr krass und haben wir in den letzten Jahren auch nochmal ein bisschen modifiziert und das ist eher wie so eine Brühe-Base gemacht, so, also sehr, sehr krass, also richtig sehnig und da gehen ganze Fische mit rein und das wird durchgemixt und praktisch wie früher durch die Lotte gemacht, aber eigentlich ist es auch so, jetzt einer unserer Renner ist sozusagen jetzt gerade so, ich habe mich das erste Mal mit meinem Namen auf der Karte eingebracht. Das ist Antipasti à la Tarek, so norddeutsches Antipasti, wo jetzt die Aubergine und Paprika und Co. nicht dabei sind, sondern eher so Möhre, Pastinake, eine Tupinambur und all solche Sachen, rote Beete und dann die rote Beete dann halt auch in Humusform umgebaut, so ein bisschen die orientalischen Möhre. Eine super Idee, aber die Zubereitung, also wie Antipasti halt. Ja, genau. Also das sind so die Dinger, also cool. Na? Man, ihr wart bei mir noch ja, nicht zu futtern, oder? Olli, warst du während der Interlager schon mal bei mir? Doch, du hast mich eingeladen. Du hast mich einmal eingeladen, als ich dich eingewiesen habe. Eingeladen habe ich dich. Ja, du hast ja mal unseren Space-Kombi gekauft und haben eine Einweisung gemacht und dann durfte ich auch bei dir essen und das war lecker. Ah. Danach war ich leider noch nicht wieder da. Nein. Siehst du? Ja. Ja. Aufgabe verstanden. Ja. Cool. Gut, Tarek, wenn wir schon mal einen Promi hier bei uns haben, also wir hatten viele prominente Köche hier, aber jetzt haben wir wirklich das erste Mal einen richtigen Promi aus dem Fernsehen hier dabei. Oha, große Worte. Deshalb, doch, ist so. Und wenn wir mal den Profi fragen, wie wichtig empfindest du die Aktivitäten mal aber auf allen Social-Media-Kanälen? Einmal Bezug auf dich als Person und aber auch mal für das Restaurant. Naja, also so Social Media ist jetzt sozusagen für Restaurants die Visitenkarte geworden. So, ne? Also man muss das machen. Es ist nicht unbedingt so, dass ich denke, dass man dadurch mehr Gäste generieren kann, aber es kann helfen und es verleiht den Restaurants eine Sichtbarkeit. Da gibt es ja auch unterschiedliche Strategien und Reichweitenstrategien, die man irgendwie andenken kann. Ich finde es ganz cool, weil die meisten Leute sich wirklich über Instagram oder über Facebook und Co. und diese ganzen Kanäle und Internetseite und allem drum und dran natürlich immer digital ein Bild machen und Bilder sehen wollen. Deswegen ist die Bildsprache natürlich immer cool, geile Sachen zu machen irgendwie. Wenn du Veranstaltungen bewerben willst, sind für mich Social-Media-Kanäle super, weil du einfach bei Veranstaltungen schnell mal eine Rückmeldung bekommst. Wenn du natürlich einen Landgasthof hast, wo dein Publikum 90 plus ist, dann vielleicht nicht mehr. Dann musst du wahrscheinlich in andere soziale Medien irgendwie investieren, aber... Vielleicht sollte man, wenn die 90 plus sind, solltest du mal vielleicht auch für ein paar jüngere Gäste sorgen. Ja, das ist schon... Ja, aber das ist so, also Social Media ist eine große Rolle. Wie findest du denn die Balance zwischen diesen TV-Auftritten und nicht die Bodenhaftung für das Engel zu verlieren? Tja, ja, das ist schwierig so, ne? Also wenn du anfängst mit Fernsehen, ist das glaube ich für viele Jungs erstmal schwierig, die Bodenhaftung nicht zu verlieren, weil es gibt natürlich auch Menschen, die dir dann irgendwie Honig und Bart schmieren und auf einmal bist du hip und alle Leute wollen das von dir und jeder, der sich früher nicht für dich interessiert hat, interessiert sich auf einmal, weil du da irgendwo da am Start bist. Aber ich habe ganz hart und ganz übel lernen dürfen. Ich habe mich auch ein bisschen daneben benommen und habe irgendwann gelernt, so ey, scheiße, das war jetzt kacke und
dadurch, dass ich jetzt so einen langen Zeitraum gemacht habe, so, ich mache Fernsehen unheimlich gern, aber das ist mir jetzt nicht so, dass ich dadurch denke, ich bin da was Besonderes. So, ne? Also man macht da, man muss vielleicht auch mal einen Bauchklatscher machen, um down to earth zu bleiben. Das ist nicht so einfach. Wie so oft im Leben. Ja. Beste Einstellung. Du, ich kann dir nur sagen, meine erste Sendung, ne? Also ich sag mal so, mein Nachmittag ist ja hier in Norddeutschland so, das ist so, war das Erste, was ich gemacht habe. Ich war in der Sendung und komme raus. Nach der Sendung dachte ich, jeder muss mich kennen. Aber ich gucke 120.000 Leute zu in ganz Norddeutschland verteilt, irgendwie so. Dann denkst du so, jeder kennt dich, ja. Kannte mich gar keiner. Und, ja. Und nee, wirklich, kennt dich keiner. So, dann denkst du so, hey, wie wieder im Fernsehen. Nö, ja, ja, ja. Dann nimmt sich erstmal keiner. Und dann hörst du, der Lieblingsspruch ist immer so, Entschuldigung, dass ich dich noch nicht gesehen habe, aber ich gucke halt kein Fernsehen. So, das ist dann so die Ausrede meistens. Oh. Und das ging auch irgendwie so, also man muss jetzt nicht glauben, dass man irgendwie ein, zwei Sendungen macht und man ist dann irgendwie bekannt. So, ne? Ich sag mal, es gibt natürlich Tim und viele andere, die ja irgendwie ein anderes Beispiel sind, aber der ist auch schon mega lange am Start und ist zu einer Zeit da gewesen, zu der der Markt das aufgesogen hat. Ne? Und heutzutage ist es so, jetzt wenn du bei den großen Sendern irgendwie voll am Start bist und die dich präsentieren und machen und tun, bist du natürlich schneller am Start, als wenn du irgendwo im regionalen Fernsehen erstmal anfängst. Aber bei mir war es echt so, die ersten Jahre habe ich immer auch gedacht, so, oh, ich bin irgendwie, finde das irgendwie cool, Fernsehen, und habe da auch ein bisschen überpaced irgendwie ein bisschen. Und dann irgendwann haben Freunde mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, und ich habe dann mit vielen Leuten irgendwie so hab dann Einsicht auch gehabt und habe das auch erkannt. Ich habe das selber nicht so empfunden, aber habe mir das zu Herzen genommen und meine Richtung ein bisschen geändert. Und das Lustige ist, früher habe ich immer gewollt, dass die Leute mich ansprechen. Und heutzutage ist das echt so, also jetzt ist natürlich so, wenn du so viele Jahre dabei bist, auch wenn du viel Regionales machst, ich habe auch mal Box gemacht, irgendwie ein, zwei Mal, und dann bist du irgendwie bei Kern auf Köche und Co., dann kennen dich doch irgendwann schon ein paar Leute. Und mittlerweile ist es halt echt schon so, wenn du ins Restaurant reinkommst, dann merkst du schon so, dass da sich relativ viele Köpfe umdrehen irgendwie so, aber boah, das ist halt so, das ist halt mein Job, ne? Und bin dann auch irgendwie da. Und ich bin auch dankbar dafür, dass die Menschen in meinen Laden kommen und das dadurch honorieren. Und ich bin dann auch immer offen toll. Für alle, die da sind, so, ne? Total sympathische Einstellung. Jetzt mal ein kleiner Break zu MKN. Hattest du schon mal eine Berührung zu MKN? Ich meine, außer natürlich diesen verdammt gut aussehenden Außendienst aus dem Lachen. Ja? Hattest du schon mal eine... Schön, ich weiß gar nicht, was da zu lachen ist. Hattest du schon mal eine Berührung zu MKN? Oder hast du MKN in deiner Küche drin? Ich hatte mal einen Ofen. Ich habe tatsächlich damals, haben wir uns über den Ofen kennengelernt. Und wenn ich mich nicht wirklich täusche, haben wir auch einen MKN-Gasherd, die jetzt in der Küche stehen. Ja, guck mal richtig hin, da ist wahrscheinlich so ziemlich noch mehr von MKN. Mhm. Den Herd tatsächlich, das ist ja so ein Ding, auf dem ich mal... Einen kleinen Kombi, glaube ich. Kombi, und war tatsächlich mal irgendwie so, dass in einem Laden, in mehreren Läden, in denen ich schon gearbeitet habe, die alten Gasmühlen von euch standen und die ja nicht... Ja. Nicht tot zu kriegen sind, aber ich meine, mittlerweile sind ja alle irgendwie. Genau. An dem Herd stand ich schon relativ häufig. Damals noch mit den ganzen Jungs, mit Roberto, also Robert Wolkow kennt ihr ja dann sicherlich auch ganz gut so. Also noch Hagen damals irgendwie und Sven und so, die ganze Truppe da. Also wir haben schon eine enge Geschichte immer so mit allen zusammen gehabt. So, ne? Also es war eine große Family so. Es war ein riesen Apparat alles zusammen. Tipptopp. Ladies and Gentlemen, welcome to the MKN Küchenschnack. Und jetzt gibt's hier mit dieser Legende Tarik Rose unsere sehr gefragten 10 Fragen, 10 Antworten. Tom, Frage Nummer 1. Tarik, HSV oder St. Pauli? Ich sag jetzt nicht, welche Fußballmannschaft ich gut finde. Ich sag einfach so, ich habe bei den Kiel Baltic Hurricanes damals gespielt, American Football liegt mir mehr, und US-Sport San Francisco 49ers. Damit kannst du nicht mehr in der großen Vorlage. Das ist eine Antwort. Frage Nummer 2. Zu welchem Koch schaust du auf, oder wer war dein größter Influencer? Koch oder Influencer? Was war der nun? Ja, als Koch
dein größter Influencer? Oh, ich fand früher total Marco Pierre White ganz cool mit seiner leicht rebellischen Art. Super cool, haben wir da mal ein paar Sachen gesehen, aber ich habe tatsächlich nicht so viele Vorbilder irgendwie so. Ich bin natürlich so, fand die Klassiker immer super, aber ja, irgendwann habe ich viel mich umgeguckt. Aber Marco Pierre White, so abgefahrener Typ, irgendwie total crazy. Wenn du dich mal nicht mit Kochen beschäftigst, dann machst du Folgendes. Fotografieren. Du fotografierst? Mhm. Frage Nummer 4. Du fotografierst, geil. Was für eine Frage? Koch, fotografieren, Ja, du, wirklich, ich renne hier die ganze Zeit mit der Kamera. Machst du Kamera Fotos von Essen oder was? Ja, ich habe tatsächlich mit Fotos von Essen angefangen. Ich habe tatsächlich mit Fotos von Essen angefangen. Und dann habe ich mir irgendwann professionelles Equipment gekauft. Also ich meine jetzt nicht, das ist jetzt kein Schnack. Ich habe wirklich von Canon 2-3 Vollformat-Dinger gehabt und alles Mögliche und so. Und habe jetzt tatsächlich meine Liebe für ein anderes Kamerasystem gefunden und fotografiere am liebsten Menschen. Kannst du mal, bist du bei Instagram? Ja. Ja, guck mal auf. Ich bin jetzt nicht so der Social-Media-Killer, aber... Guck mal, Tarek Rose Foto. Ja, das machen wir. Und das machen auch übrigens alle Zuhörer jetzt, bitte. Und schaut euch mal die Bilder an, die Tarek da fotografiert. Aber Tarek, pass auf, ich habe bei der Einleitung zu den 10 Fragen, 10 Antworten, du hast vergessen. Normalerweise heißt das Spiel 10 schnelle Fragen, 10 schnelle Antworten. Mann. Schlechte Frage Nummer 4. Ja, komm, hau raus. Die Zukunft der Kochausbildung. Alles wie bisher oder was muss sich ändern? Alles. Ja, reicht das. Da sind wir alle einer Meinung. Tarek, du bist ständig unterwegs. Ein Big Mac oder ein Whopper oder zu Hause ein zubereiteter Brotsalat? Oh, dann nehme ich lieber den Brotsalat. Ja, das habe ich mir gedacht, weil in der Küchenschlacht hast du gesagt, das ist mein absoluter Lieblingssalat. Du guckst Fernsehen? Frage Nummer 6. Thema Fleisch. Sous-vide gegartes Filetsteak, dann kurz auf den Grill oder alle Minute in der Pfanne oder auf der Platte? Alle Minute. Tarek, Frage 7. Seth, kennst du, da muss ich nochmal, ich weiß, ich muss mich kurz halten, ne? Wir haben früher mal diesen dinglischen Spruch gesagt, so, there is color, there is flavor. Das heißt, bei mir muss ans Fleisch Röstaromen. Ich finde das ganz toll, so Sous-Vide oder so, aber ich verstehe nicht, warum man beim geilen Filet das Sous-Vide garen sollte. Also ich mag das richtig mit Fuego, Feuer drauf und gar. So. Jetzt darf ich eine schnelle Frage. Ich möchte jetzt was dazufügen. Ich fand Sous-Vide immer total super und hilfreich und so weiter. Aber wenn man einmal das Sous-Vide gegarte Fleisch neben ein frisch zubereitetes Steak, was gerade vom Lavasteingrill kommt, probiert, dann sind das Welten. Und deshalb bin ich voll bei dir, bei dieser Antwort. Sous-Vide ist was für die Leute, billig einkaufen und was Tolles draus machen wollen. Das habe ich noch nie gehört. Ist aber auch was dran. Ja, da kannst du jeden Scheiß reinhauen über Nacht oder 48 Stunden garen irgendwie so. Da kannst du mit dem Löffel das Ding durchtrennen. Aber ich habe auch meinen Spruch des Tages jetzt gefunden. There's color, there's flavor. I like. Der ist geil. Ja, da kann man schon wieder was rauszaubern. So, also ein neuer Versuch. Frage 7. Frage 7. Winterurlaub in Norwegen mit Wanderung und Kaminfeuer oder Phuket Beach, Thailand, Sonnenbrutzeln und abends Party? Thailand gerne. Aber dann lieber irgendwie so auf dem Fußmarkt oder so, irgendwie ein bisschen nett. Also auch ein bisschen Sonne, aber das Party so. Du weißt ja, was auf den Partys da passiert, ne? Hast du Hangover gesehen, ne? Ist übrigens eine Frage von Olli gewesen. Ich will sie unkommentiert lassen. Ja, hab ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Wir drehen die Uhr zurück zum Zeitpunkt deiner Berufswahl. Würdest du wieder Koch werden? Fangfrage, ne? ich stehe total auf Kochen. Insofern würde ich es halt nochmal probieren und würde vielleicht einiges anders machen auf dem Weg. Wenn ich mal abschalten möchte, dann findet man mich in Hamburg hier. Ja, hier. Im Engel sozusagen. Im Casa della Rose. Okay. Frage Nummer 10 und die letzte Frage. Nenn uns dein liebstes vegetarisches Gericht.
Vegetarisch. Och, ich sag mal so. Gegrillte Aubergine mit Tomatensalsa und ordentlich Fuego. Was eine geile Antwort. Super, super. Für aus der Kalten ist super geile Antwort. Ja, es ist auffällig. Also es ist auffällig, dass du ganz viel auch vegetarische Kost in deinen Videos propagierst. Ja, das Fleisch brate ich dann nach und lege das dazu. Okay. Das musste er, nachdem er bei den Beef Buddies so ein paar Stapeln hat. Weißt du? Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich bin ja auch der Meinung so, also ich bin absolut bekennender Fleischliebhaber. Ich stehe ja auch total auf Wildfleisch und Co. und hier und da und alles. Also ich finde alles super. Ich weiß aber auch, dass wenn wir irgendwie mal für also nächste Generation und für alle irgendwie die Qualität, die wir irgendwie so auf dem Teller haben können, erhalten wollen, müssen wir irgendwie was tun. So, ne? Und dieses nutzlose Sterben von Tieren, das Wegschmeißen von Lebensmitteln, weil wir irgendwie beim Feinkost Albrecht oder sonst wo irgendwie für ganz kleines Geld sparsam irgendeinen Scheiß kaufen, dann verlieren wir einfach die Wertigkeit fürs Essen. So, ne? Deswegen sage ich lieber mal den einen oder anderen Tag vegetarisch leben, das ist auch für die Knochen gesünder. Und dann aber richtig einen raushauen beim Fleisch. Richtig geil. Und geilen Fisch, geiles Zeug. Der Rest ist einfach nur das verschwendete Kalorienaufnahme. Ja, das ist cool. Tarek, was ein geiles Schlusswort. So kann man das, glaube ich, stehen lassen. Und ich muss sagen, das war heute richtig Küchenschnack. Ja, also das hat heute, wenn ich das so sagen darf, du hast geredet, wie der Schnabel den Köchen gewachsen ist. Und das hat man so jetzt auch noch nicht. Oder Olli? Nein, das war mir aber vorher klar. Ja. Komm du mir nach Hamburg. Sehr geil. Auch hier das Versprechen geht raus, sobald die Corona-Sache abgelaut ist und sobald das ist. Olli, wir gehen in Engel essen. Ja, 100%ig. Ins Restaurant Engel an der Teufelsbrücke, muss man auch dazu sagen. Also Engelchen und Teufelchen ist da ganz dicht beieinander. Tarek, das war. Teufelsbrücke ist der Ort, da muss ich dich wieder. Also musst du dich Teufelsbrücke. Teufelsbrück heißt das. Mann, das ist doch eine Brücke. Ja, es kam, also die Namensgebung, also alle, die vorbeikommen und das gehört haben und sagen, die haben den scheiß Podcast gehört hier und haben gesagt, so die fünf, die halte ich noch durch. den erkläre ich hier vor Ort die Geschichte von Teufelsbrück. Okay. Das machen wir. Euch auch beim nächsten Mal, dann wisst ihr Bescheid. Das machen wir. Danke für deine Zeit. Du bleibst jetzt noch schön mit drinne, denn Olli fängt an mit der Abmoderation. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der MKN Küchenschnack. Das war Folge Nummer 17 mit keinem Geringeren als unserem Tarek Rose. Und ja, uns hat es Spaß gemacht. Schaltet ein beim nächsten Mal, die das noch nicht getan haben. Ihr habt jetzt die Chance, uns zu liken oder zu abonnieren auf Spotify, auf allen Kanälen, die ihr da so kennt. Wenn ihr das abonniert, bekommt ihr immer Bescheid, wenn der neue Küchenschnack rauskommt. Aber jetzt kommt die große Verabschiedung, Tom. Alles klar, wir sagen vielen Dank, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer. Goodbye, alles Gute, das sagt der Olli. Das sagt der Tom und das sagt er. Ich sag goodbye und schön hier Cola Korn heute Abend noch nach dem Podcast. Sauber, mein Lieber. Ciao, danke. Ciao.